Hallo zusammen, ich grüße euch. Mein Name ist Jens Stomberg, ich bin von der AG Datenschutz der Piratenpartei. Und ich möchte euch heute dazu aufrufen, am kommenden Sonntag, den 14. April 2013, an der Demonstration gegen die Bestandsdatenauskunft teilzunehmen. Der Hintergrund ist, dass ein Gesetz unterwegs ist zum Thema Bestandsdatenauskunft, wo es im Kern darum geht, dass auch bei Ordnungswidrigkeiten die Behörden mit relativ geringen Hürden und insbesondere ohne Richtervorbehalt die Identität von Internetnutzern ermitteln können, indem sie die Bestandsdaten automatisiert bei den Telekommunikationsanbietern abfragen. Wir, die Piratenpartei, vertreten die Meinung, dass die Aufhebung der Anonymität im Internet nur mit richterlicher Genehmigung und nur zur Verfolgung von schweren Straftaten sowie zum Schutz von Leib und Leben ermöglicht werden darf. Insbesondere haben wir auch, oder beziehungsweise der Patrick Breyer aus Schleswig-Holstein, dagegen auch geklagt und haben auch am 24. Januar 2012 vom Bundesverfassungsgericht Recht darin bekommen. Und das ist auch der Grund, warum die aktuelle Regelung im Telekommunikationsgesetz zur Bestandsdatenauskunft Ende Juni 2013 ausläuft. Das heißt, ab dann haben die Behörden eigentlich keine Möglichkeit mehr, Bestandsdaten abzufragen, weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass es verfassungswidrig ist. Deswegen ist jetzt ein neues Gesetz unterwegs, was aber unseren Anforderungen auch nicht entspricht. Deswegen möchten wir alle dazu aufrufen, am kommenden Sonntag, den 14.04.2013, sich an den parteiübergreifenden Demonstrationen gegen die Bestandsdatenauskunft zu beteiligen. Alle Informationen dazu gibt es auch auf der Internetseite bestandsdatenauskunft.de und insbesondere die Termine und die Zeiten der Demonstrationen sind dort unter dem Menüpunkt Demos zu finden. Okay, alles klar. Ich zähle auf euch. Wir sehen uns auf der Demo. Macht's gut. Ciao.